ein Dank. Die Frage, Wilfried Schmickler sagt dem was hier jemand? Es ist jener feinsinnige Poet, der immer am Ende der Mitternachtsspitzen so zärtlich die Sache auf den Punkt bringt. Aufhören, Herr Beck! Und dieses Aufhören möchte ich mitnehmen. Es ist wohl verboten, vollständige Zitate zu übernehmen, aber in Verehrung für Wilfried Schmickler soll das Aufhören in meinem Text eine Rolle spielen. Immer wenn ich den linken Arm hebe, Aufhören sage, dann sagen Sie bitte alle auch aufhören. Wir üben. Aufhören. Das war jetzt Rüdiger Hoffmann, wir machen jetzt Wilfried Schmickler. Aufhören! Wunderbar. Sollte ich aus Versehen den rechten Arm heben, keine peinlichen Bemerkungen. Und ein abgebrochener Fünfzeiler, Ihnen, Herr Zimny, ich wechsle jetzt ins Vertraute, du, dir, Jan Philipp, als herzlichen Dank für deine Einführung in die Gründe und Abgründe des Slams. Du wirst ihn erkennen, ich bin keine Prinzessin. Mein Text heißt Erschöpfung. Der Herr erschien mir im Glanze seines Lichtes und hob mich auf die Höhen über Stadt und Land. Da spricht der Herr Heinrich, und ich antworte, hier bin ich. Und wieder spricht er Heinrich, und ich antworte, hier bin ich. Und er spricht nun zum dritten Mal, Heinrich, aufhör! Kannst du mich nicht einmal zu Ende reden lassen? Und wie ich noch vor mich hinsinne, dass man ihn durchaus einmal zu Ende reden lassen könnte, fährt er fort, Heinrich, und wie ihr merkt, habe ich ihn ausreden lassen. Heinrich, wäre ich nicht allmächtig, ich würde sagen, ich mag nicht, ich will nicht, ich kann nicht mehr. Und wie der Herr so spricht, denke ich bei mir, also einmal habe ich ja den Mund gehalten und ein zweites Mal muss ich es ja gar nicht, aber ich merke auch, es wäre jetzt besser, den Mund so zu halten, doch es bricht aus mir heraus. Wieso denn das nun? Und meine leider wenig empathische, eher unfreiwillige Nachfrage hat den Herrn nicht recht erfreut. Das glänzende Licht wird feuerrot und aus dem Wetter donnert die Stimme des Herrn. Wer ist, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Naja, wenigstens hat er von dem Aufhören abgelassen. Nur kurz für die Jury, es handelt sich bei der Gottesrede um ein Zitat aus Hiob 38, Vers 2, bin ich jetzt disqualifiziert, aber bevor die Jury entscheiden kann, fährt der Herr fort, denn es blieb ihm nicht unbemerkt, dass ich das Wort kannte, bilde dir nur nicht ein, dass du irgendetwas mit Hiob gleich hättest. Nun, was soll ich sagen, im Blick auf meine Nachkommen, meine körperliche Unversehrtheit, meine Habseligkeit, meine Beziehung zu Familien, Freunden und nicht zuletzt ihm, dem Herrn, war ich ganz froh, dass er doch einen Unterschied zwischen mir und Hiob machte. Das Rot schwindet und der Glanz des Herrn erscheint wieder. Heinrich. Keine Sorge, aus nachvollziehbaren Gründen hielt ich ein zweites Mal und das ganz wieder meine Natur die Klappe. Heinrich, ich bin mir drei einig. Es reicht mir mit euch. Als ich jüngst mit mir Rat hielt, ließ der Sohn erkennen, dass er zu einigem bereit wäre, aber nicht mal wieder eben auf die Erde zu kommen. Und sicher, der Heilige Geist vertritt euch hier oben gerne auch, wie die ganze geplagte Kreatur, mit unaussprechlichem Seufzen, aber nach seinen Erfahrungen macht er lieber auf Burnout-Prophylaxe, als flammender Erneuerer wieder runterzukommen. Du siehst, Heinrich, ich habe ein Problem. Der Schöpfer ist erschöpft. Seit Special Effects, wer nimmt denn dann noch Elevation und Lichterscheinungen mir ab? Wenn ich in Wolken und Feuersäule erscheine, dann meinen alle, das sei eine Promotion-Aktion von Red Bull. Bitte? Promotion-Aktion, denke ich mir?
Er laviert mich hier über Stadt und Land. Irgendwas läuft hier schief. Hält er mich für unterbelichtet? Aber bevor ich so zu Ende denke, wenn es mir denn zustünde, spricht der Herr, ich möchte nicht mehr. Und nun bin ich bei dir, Heinrich. Das klingt nicht gerade glücklich, auch nicht nach erster Wahl. Doch ich weiß, jetzt ist ein Lobpreis dran. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist preist seine Werke. Er hat die Niedrigkeit seines Knechtes gesehen und den Schlamassel, in dem er sitzt, erkannt. Weiter selbstbewusst, den Gerechten hat er erwählt und den Starken auserkoren. Aufhören, geht der Herr dazwischen. Bist du Prinzessin, bist du Maria? Wieder beim Zitat erwischt. Wenn ich einen Gerechten oder Starken gewollt hätte, meinst du, ich wäre dann bei dir? Auch das sitzt. Ich habe dich erwählt, weil du Drama kannst. Vielleicht hören sie ja auf dich. Geh hin und verkünde meinen Willen. Das muss ja aufhören mit den ganzen Nickeligkeiten, dem Homobächen, Umweltschamott, Gewaltdelikten. Das fällt doch alles auf mich zurück. Zu meinem Bilde schuf ich euch, zum Bilde Gottes, Mann und Frau. Heinrich, geh und mach's gut. Ach, mach's einfach. Also mache ich mich auf und erhebe meine Stimme, freilich in künstlerischer Freiheit über Stadt und Land. Hört, was der Herr euch verkündet, hört und merkt auf. Ihr Religioten, Krawallkatholiken, Wellness, Protestanten, Stalin-Atheisten, Salafisten, Krypto- und Antichristen, Obermittel- und Untersalafisten, Privat-, Staats-, Volkspartei- und Bezirks- und Generalsekretäre, Gender-Mainstreamer und Gender-Mainstreamerinnen, Alt- und Neumarxisten, Bonner und Anarchisten, Libertäre, Liberale, Sozialdemokraten, Zen und andere Buddhisten. Aufhören, aufhören, aufhören! Donnert der Herr dazwischen, als mich gerade warm gelaufen hatte. Kannst du mit gleicher Stimme donnern wie ich? Das hatte er Hiob auch schon mal gefragt und beschließe, viel, viel vorsichtiger zu werden. Aber er will gar keine Antwort von mir und spricht, alles muss man selber machen. Also spricht der Herr nun selbst zu euch, seid unter, mit und gegeneinander endlich. Seid, was ihr noch nie wart. Seid endlich wirklich, wirklich gut zueinander. Das kann doch nicht so schwer sein. Und denk immer daran, am Ende fällt das alles auf den Herrn zurück. Spruch des Herrn. Vielen Dank.